Ich habe bei mir ist noch spannend, weil ich über die Stadtwerke eigentlich einen langfristigen Vertrag habe und wir aber alle nicht wissen, ob der halten wird oder ob die Stadtwerke noch ein Schlupfloch finden, um auch langfristige Verträge zu killen. Das heißt, im Moment geht es noch, aber das ist ja die Ausnahme. Also um mich herum kenne ich nur Menschen, wo es sich erhöht hat, wo es sich auch dramatisch erhöht hat. So. Und ich denke, wir müssen eher, wie ich sage, in meinen Augen müssen wir trennen zwischen dem, was kurzfristig getan werden muss, um die Menschen über den Winter zu bekommen, die überhaupt nichts dafür können, für das, was gerade passiert. Was mir aber viel wichtiger wäre, ist eine langfristige Perspektive. Genau. Weil es gibt ja viele Leute, die sagen, ja gut, irgendwie das kriegen wir jetzt hin, das nächste halbe Jahr. Aber was ist dann, wenn das der Preis bleiben soll? Das geht nicht. Und so, das geht eben ganz und gar nicht. Und da fehlt mir eben, deswegen sage ich, wir brauchen endlich eine grüne Kernschmelze. Weil das, was die Grünen, wir müssen die grüne dazu Politik kommen wir wirklich nachher noch. Runter. Ja. Wir müssen sie runter. Aber das Problem ist, es gehört eigentlich hier rein. Mhm. Weil wir reden sozusagen, wir reden eigentlich immer am Thema vorbei. Wir brauchen eine ganz eigene, autarke Energieversorgung auch für Deutschland. Und wir haben 10 Jahre lang, haben die Politiker sich selber belogen und ihr Volk auch, indem es hieß, wir könnten aus der Atomkraft aussteigen, wir könnten dieses Land mit Windrädern und Solardächern bewirtschaften. Und jetzt haben wir das Problem. Das heißt, nicht einmal die Abhängigkeit von freundlichen Nachbarn. Frau Kelly, wir fangen jetzt mit Ihrer These an. Ja. Sie haben recht, die wollen Sie jetzt machen. Das dürfen Sie jetzt machen. Das passt nämlich genau da rein, weil das einfach, das Problem ist doch, dass wir keine realistischen Ausweg haben, weil wir gesperrt werden von einer grünen Politik, die sich nicht eingestehen will, dass ihr Gründungsmythos, wir steigen aus der Atomkraft aus, dass der sich erledigt hat und dass wir nicht aussteigen müssen, sondern 20 Atomkraftwerke bauen müssten. Der Mythos war auch Frieden. Und jetzt haben wir einen grünen Wirtschaftsminister, der aus wahltaktischen Gründen sogar ein Kraftwerk irgendwie jetzt sofort irgendwie runternehmen wir irgendwie. Und man will partout nicht aussprechen, nicht einmal die drei, die wir haben, will man uns lassen. Und das sind einfach Dinge, wir riskieren hier gerade den Wohlstand, den mehrere Generationen. Aber das habe ich doch eben angesprochen. Sie sind ja hellseherisch. Dass Sie schon wussten, was Frau Kelle sagt. Riskieren wir gerade einfach nur, weil die Grünen nicht einsehen wollen, man muss die Dinge wirklich unterscheiden. Man muss unterscheiden, wo geht man hin in 5 bis 10 Jahren. Da haben Sie recht. Ich bin auch immer für Kernkraft gewesen. So, dass der eine Bund der andere Bund ist. Warum sind Sie immer dafür gewesen, Herr Sarrazin? Im Augenblick, also da merkt ihr, die nicht funktionieren und die für die breite Schichten der Bevölkerung und für breite Schichten der Wirtschaft zu gänzlich unakzeptablen Zuständen führen, mit dem Verlust von Arbeitsplätzen und so weiter. Und dies müssen wir kurzfristig durchaus aus teilweise der britische Weg jetzt untertunneln durch eine Preisbindung, die dazu führt, dass der Preisspitzen abgeschnitten werden und für die muss der Staat aufkommen. Aber Herr Sarrazin, darf ich noch einen Satz. Insgesamt ist die augenblickliche Lage, kostet die Deutschland, was jetzt Energieimporte angeht, 100 Milliarden Euro mehr als vor einem Jahr, jetzt auf Jahresbasis gerechnet. Wenn wir jetzt von diesen 100 Milliarden Mehrkosten 50 Milliarden dafür aufwenden, aus Staatskassen, dass die Mittelstand, dass den Normalverbrauchern bei ihren Energierechnungen in dem Sinne geholfen wird, dass die nicht ins Ungemessene steigen, dann ist das gut angelegtes Geld. Dann ist das gut angelegtes Geld, denn da muss kein Herr Sarrazin, muss ich aber jetzt doch mal eine Frage reinmachen. Lieber Guru, ich muss eine Rückfrage zu Herr Sarrazin einmal stellen. Und zwar, es wird ja jetzt immer, bevor jetzt hier die Atomkraft als das Allheilmittel dargestellt wird und vor dem Ukraine-Krieg waren wir so toll, was Energie betrifft, oder vor Frau Merkel, wir hatten ja noch nie einen Wettbewerbsvorteil in Deutschland, was Energie betrifft. Also es ist ja wie so ein Märchen, was immer erzählt wird. Das war ja genau, aber das war auch nicht, Frau Merkel das ja damals, wir waren damals auch weder was Energie noch was Gas betrifft. Ja, aber können wir nur den Punkt machen, Frau Merkel. Wir hatten nie einen wirklichen Wettbewerbsvorteil. Ich gebe Ihnen da völlig recht. Genau. Ich habe auch nie behauptet, dass wir hatten noch nie einen Wettbewerbsvorteil. Und wenn wir jetzt sagen, mit der Atomkraft jedes Mal, Atomkraft, das ist ja ein Märchen, dass das preisgünstig wäre. Es ist ja ein Märchen, es ist ja auch teuer. Und mit der Atomkraft machen wir uns ja auch abhängig. Das ist ja keine komplett unabhängige Sache. Jetzt lassen Sie uns aber doch mal die Dinge trennen. Ich bin noch bei der anderen Sache, denn das, was ich als Problem sehe, ist, dass viele mittelständische Unternehmen Märkte verlieren, dass sie Schwierigkeiten haben, wenn sie diese Preise zahlen müssen, und zwar in den nächsten 1,5 bis 2 Jahren. Und dass das ähnlich geht für viele Verbraucher. Und wir würden die soziale Situation entspannen bei den Verbrauchern und wir würden die wirtschaftliche Situation entspannen bei den Unternehmen. Aber wir beschaffen den Bedarf doch gar nicht abzudecken mit rein. Wenn der Staat sagt, ich bin jetzt hier ein gewisser Preisgarant und wir führen mal
die der Preisaufsicht, die wir ja immer schon früher hatten, führen wir mal wieder in einem gewissen Umfang ein. Und dann können sich die Politik in Ruhe darüber streiten, ob sie die der langfristigen Energielücken durch 30.000 Windräder auffüllt oder ob sie LNG aus Katar holt oder ob ihnen was völlig Neues einfällt oder ob wir doch, darüber kann sich die Politik oder ohne Ende streiten, aber erstmal muss die Wirtschaft und müssen die Verbraucher in gewissem Sinne sicher sein. Ich habe nicht zu dem genau behauptet, dass wir besonders preisgünstige Energie hätten. Wir konnten uns sogar, weil wir also gute Produkte haben, teure Energie leisten. Aber irgendwo muss ja mal eine Grenze sein für den normalen Unternehmen. Gehen Sie denn mit bei dem Preiskonzept? Ich gehe teilweise mit bei dem Preiskonzept. Herr Lindner wird sich freuen. Ja, ich finde, für den liberalen Wirtschaftsminister, den wir haben, wird er sich besonders freuen, wenn er ständig... Aber Herr Lindner ist doch Finanzminister. Herr Lindner als Finanzminister wird sich freuen, als liberaler Finanzminister ständig Staatsbeihilfen zu geben. Aber mein eigentlicher Punkt ist, wir haben doch zwei Möglichkeiten, das zu lösen. Sie reden von den Rentnerinnen und allen Bürgern, die betroffen sind. Ich bin die Erste, die dabei ist, dass das, was auf uns zukommt, wahrscheinlich noch keiner richtig ermessen kann. Noch keiner. Ja? Wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen noch nicht mal, ob dieser Konflikt entgleist. Wir wissen noch nicht mal, ob die NATO in diesen Konflikt geht. Wir wissen nicht, ob es 3 oder 4 Monate dauert. Wir wissen gar nichts. Konflikt, aber ja? Da reden wir jetzt so, nicht mehr aber über das, Energie. Ja, aber das ist doch wichtig. Aber Sie wollen der Konflikt dauert, desto mehr wird diese soziale, energiepolitische Krise sich zuspitzen. Und ja, wir wissen nicht, wie die Bevölkerung reagiert. Und ich rede nicht nur von Deutschland, sondern auch von Frankreich, Italien und vielen anderen mehr. Und die einzige Frage ist doch, wollen wir eine Politik akzeptieren, die langfristig, und das sehen wir doch jetzt, alle wirtschaftlichen Basisdaten gehen darauf hinaus, dass wir eigentlich eine Deindustrialisierung hier am Start haben. Die Industrien machen schon zu, gehen weg, gehen in den Osten. Das kann doch ein Land wie Deutschland nicht verkraften. Die Perspektive, dass wir sagen, wir halten das jetzt irgendwie 6 Monate durch, weil niemand weiß, was in 6 Monaten ist, sondern dass wir sagen, wir hätten ja vielleicht noch eine andere Lösung. Wir gucken uns mal an, wie kommen wir aus diesem Krieg raus über Verhandlungen und mit einer realpolitischen Einleitung. Der Ökonom Sarrazin sagt, nach der Russland hat seine letzte Karte ausgespielt, indem es einfach die Gaslieferungen eingestellt hat. Mehr als einstellen geht nicht. Wir werden uns in einem Jahr eingestellt haben auf eine Energiepolitik ohne russisches Öl und ohne russisches Gas. Und da sind wir auch schon zur Hälfte durch. Und das auf haben diesen Sie, Punkt müssen wir das hin. Haben Sie schon und gesagt. Und dann können wir den ganzen Russland-Konflikt voll von der Energiefrage abkommen. Herr Sarrazin, die Meinung kennen wir schon. Wir fragen doch jetzt einmal Jan Schäfer, da interessiert er doch mal zusätzlich. Ich glaube auch, das muss man jetzt einmal, also wir sind ja, jeder darf hier seine These mitbringen und deswegen ist es toll, dass Frau Kelle hier auch dabei. Und Frau Kelle ging es, so wie ich sie verstanden habe, ja vor allem um die Frage, wie organisieren wir eigentlich für dieses Land, das ja einen immer stärkeren Strombedarf hat mit Sicht auf die nächsten Jahre. Wissen von Stahlherstellern, die sagen, wenn sie grünen Stahl erzeugen, dann brauchen sie mit Sicht auf die nächsten 17 Jahre das 5-fache an Strom beispielsweise. Sie haben das Thema Chemie gesagt. Also unser Stromhunger wächst und wächst und wächst. Und ich glaube, das, was Sie ja sagen wollten, war ja eigentlich die Frage, wie befriedigen wir eigentlich diesen Stromhunger? Machen wir das, indem wir unser Land zukleistern mit Windradanlagen und Solaranlagen, die besonders gut im Winter funktionieren? Ja. Oder machen wir das beispielsweise auch mit CO2? Und darüber reden wir. Wir reden über die Frage natürlich Kosten. Das ist richtig. Wenn ich das immer richtig verstanden habe, ging es vor allem darum, dass CO2 nicht aus der Luft zu bekommen, aber deutlich weniger CO2 zu produzieren. So habe ich die Grünen immer verstanden, so habe ich auch die SPD immer verstanden, viele andere Umweltschützer. Das mag alles gut und richtig sein. Wenn dem so ist, dann glaube ich, dann kommt Frau Kelle auch ins Spiel mit ihren Kernkraftwerken, dann ist doch eine nahezu CO2-neutrale Produktion von Energie erstmal ein Segen. Und dann muss man die Kostenfrage stellen, das ist vollkommen richtig. Die Sicherheitsfrage muss man auch stellen, aber dann sind wir die bei dem Punkt, ist ja auch solange es keine Speicher für Sonne und Solar, also Solarenergie und Windanlagen gibt, dass wir das, was wir im Sommer beispielsweise produzieren, im Winter drauf nutzen können, was ja toll wäre, solange es das nicht gibt, brauchen wir andere Energieträger. Und da kommt die Kernkraft. Aber Habeck hat ja sogar ein Kinderbuch über Blackouts geschrieben. Frau Kelle, ist es vielleicht ein feuchter Traum der Grünen, dass die Blackouts kommen? Mit interessanten Szenen, was man den Kindern erzählt. Also das ist ja schon die Frage, die man sich manchmal stellt.
Ja gut, also wir sagen, wir haben ja offen bei den Grünen Leute, die davon träumen, dass wir ja tatsächlich diese Deindustrialisierung vorantreiben. Die sagen, Wachstum ist schlecht, wir müssen runterfahren, wir müssen im Prinzip sozusagen wieder zurück in die Höhlen. Ich glaube, dann sind sie zufrieden, irgendwie, wenn wir das nächste Kinderbuch machen, irgendwie wie kleine Lara in der Höhle sitzt mit ihrer Kerze. Aber der Rest der Welt wird halt anders weiterleben. Und ja. Mir fehlt eben tatsächlich hier dieses Eingeständnis auch der Grünen, das ja auch völlig an der Zeit vorbei ist, also auch Europa, auf europäischer Ebene ist die Kernkraft ja. ist jetzt quasi sogar als grüne Energie eingestuft worden. Da sind sie kurz durchgedreht, weil sie es einfach nicht wahrhaben wollen. Also ich erlebe tatsächlich ein Land, das einfach nicht über seinen eigenen Schatten springen will, weil dieses Atomkraft-Nein-Danke ist irgendwie so verankert und dass das alles gefährlich ist. Dabei haben wir sind niemals aus der Atomkraft ausgestiegen. Und das ist einfach eine Lüge. Ich finde, es ist an der Zeit, den Menschen die Wahrheit zu sagen. Wir sind nie ausgestiegen. Wir haben den Atomstrom anschließend gekauft von schlechteren und unsicheren Atomkraftwerken aus Frankreich, aus Tschechien. Wir haben bei den Nachbarn eingekauft. Wären wir wirklich vor 10 Jahren aus der Atomkraft ausgestiegen, hätten wir vor 10 Jahren das Desaster von heute mit den Preisen schon gehabt. Und dann hätten die Leute realistisch gesehen, was es wirklich kostet, aus der Atomkraft auszusteigen und dann wird der die Atomkraft ist aber auch nicht günstig. Ja. Also das ist ein Armmärchen. Ja, aber der Rest der Welt zählt. Also wie soll ich sagen? Natürlich irgendwie können sie auch Atomstrom nicht kostenlos produzieren. Ich sage nur, wir werden viel mehr Strom brauchen. Sie sagen das noch viel mehr als jetzt. Und in dieser Situation mit einer Regierung konfrontiert zu sein, die allen Ernstes mitten in dieser Krise sich nicht durchringen kann, auch nur die letzten 3 weiterlaufen zu lassen, das ist einfach nicht mehr erklärbar. Ja, also das ist absolut fahrlässig. Und die Ironie der Geschichte ist ja, Frau Kelle, dass Robert Habeck inständig darauf hofft, dass in Frankreich die Kernkraftwerke, die jetzt weiterlaufen, damit wir das kaufen können, gehen. Ja. Das ist ja, er hofft auf Netzstabilität, nimmt Frankreich rein und will, dass die französischen Kernkraftwerke, die einen anderen Sicherheitsstandard haben als die deutschen, will, dass die laufen, um die 3 Meiler hier abzuschalten. Also mehr Schizophrenie geht nicht. Damit bin ich angetreten. Damit sind Sie wieder nach Russland kriegen. Damit bin ich bei einer selbstschädigen Politik, die einfach hochgradig schizophren ist und aus der wir besser mal aussteigen. Das ist ja mein Plädoyer hier gewesen.